So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt gehen wir mal durch diesen Teleporter durch. Und ich denke mal, wir werden genau da rauskommen, wo wir reingekommen sind. Schön, schön. Wir haben uns zwar die Knöchel gebrochen, aber dafür haben wir jetzt zwei Steine statt nur einem. Und wir sollten mal ganz kurz auf die Karte gucken. Das war auch die Karte. Ja. Also, da sind wir runtergekommen. Bum, 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 bum. Das heißt, wir können jetzt nur da lang. Und da ist eine abgeschlossene Tür. Abgeschlossene Tür. Das heißt, wir können nur hier... Ah, ne, wir haben einen Schlüssel gefunden. Zack. Da ist ein Gesicht in der Wand. Und ich habe den Verdacht, dass da gleich Giftpfeile oder so rausgeschossen kommen. Dum, dum, dum. Hm. Was steht hier? Heile meine Sicht. Ah, okay, wird man Augen reinstecken können. Kann man eine Zunge ziehen? Nein. Also, unsere erste Quest. Wir brauchen zwei Steine wahrscheinlich. Gucken, ob die hier irgendwo rumliegen oder ob wir weiter rein müssen. Zack. Und irgendwie verbrauchen sich die Fackeln gar nicht. Oder es dauert sehr lange. Jetzt haben wir hier ein Pilz. Gucken wir mal. Ein essbarer Pilz und... Ah, was kommt da? Seid ihr gefährlich? Ja, ihr seid gefährlich. Zack, zack. Und weg. Und hier wirf. Auch wenn die Wurfwaffen fast keinen Schaden machen, aber jedes bisschen hilft. Hier geht's nicht lang. Ah, ich glaube, die halten schon ein bisschen mehr aus als die Schnecken. Oder wir treffen einfach nicht. Eins von beiden. Und der Minotauro kann nicht ganz so häufig zuschlagen. Aber es stand nicht bei der Waffe bei. Also vielleicht hängt das von den Stats ab. Also wie viel Geschicklichkeit die haben. Boah, hält der viel aus. Und da waren noch zwei davon. Oder zumindest einer. Wahrscheinlich haben die auch bestimmte Resistenzen. So, ein Herder-Cap, das hört sich nach noch einem Pilz an. Und die sahen ja auch recht pilzähnlich aus. Ist auch essbar. Und dieser kleine Text ist nur Hintergrundwissen über den Pilz. Also nicht wirklich wichtige Informationen, einfach nur um das ganze Spiel ein bisschen auszuschmücken. So, warum hast du so viel Schaden bekommen? Das ist nicht in Ordnung. Absolut nicht. Stellen wir uns mal hier hin und... schlafen ein bisschen und ich lasse die Fackel jetzt mal absichtlich in der Hand, um zu gucken, ob sie runterbrennt oder nicht. Aber da steht Fackel hell. Also nehme ich mal an, dass es auch ein Fackel dunkel und ein Fackel alle geben wird. Aber das können wir gleich mal testen. Bisher sieht sie noch ganz gut aus. Ja, ist immer noch Fackel hell. Hm. Also entweder gibt es nur im ersten Dungeon Fackeln oder das Ganze ist ziemlich sinnlos. Was natürlich auch recht cool wäre, wenn echt nur hier auf der ersten Ebene Fackeln wären und man muss dann später wieder zurücklaufen, um Licht zu finden. So, oh, wir haben noch ein Wurfmesser. 9 Schaden. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich nicht rückwärts aus Versehen... Wo willst du denn hin? Hier ist der Bein. So, klar, du kannst doch gerne weiterlaufen. Wir schlagen die ganze Zeit im Rücken, da habe ich auch kein Problem mit. Ist das gerade moralisches Versagen, oder... Ah gut, die Pilze sind ein bisschen komisch manchmal. Wo sind die Steine? Da sind die Steine. Da ist noch ein Pilz. Und noch ein Pilz. Ja. Ich will einen Angriffszauber. Also seit wir ein Level-Up haben, packen wir alle Skills in irgendwelche magierelevanten Dinge. Also eher in Feuer und was war das andere? Und eher in Eis und das andere. Und dann können wir ein bisschen mehr rumprobieren. Momentan fesseln die ja echt bei jedem Spell. Oh, ah, deswegen hat er Schaden bekommen. Weil wir seitlich zu dem Pilz standen. Er konnte uns an der Seite auch reinhauen. So. Pilz kommt mit. Und wir schlafen nochmal eine Runde. Ja, der schwierige Schwierigkeitsgrad hat es schon in sich. Kann man nichts gegen sagen. Aber das macht das Ganze wahrscheinlich wesentlich taktischer später. Die Fackel ist immer noch hell. Zack, zack und weg.
nicht zaubern. Werfen, werfen. Oh, wir können zwischendurch mal versuchen. Den da? Ne, den konnte er nicht, weil er keinen Skill hoch genug hat. Aber den konnte man zaubern. Einfach mal so zwischendurch. Der Pilz will uns anscheinend ja eh nicht verfolgen. Ah, jetzt können wir im Rücken hauen. Wirklich schnell sind sie. Ah, was erwartet man noch von einem Pilz? So, zack, zack, zack. Wir sind Ninjas. So, bevor wir uns mit dem nächsten Pilz anlegen, du probierst jetzt eine ganze Weile den Zauber da aus. Selbst wenn es nur eine 5% Chance hat oder so, ich würde gern wissen, ob das ein Angriffszauber ist oder nicht. Natürlich kann es auch sein, dass diese Fizzle-Nachricht kommt, wenn man allgemeinen Zauber sprechen will, den es gar nicht gibt. Also vielleicht muss man ja irgendwas so kombinieren, damit da was rauskommt. Ups. Das wollte ich nicht. Ich heb das mal schnell wieder auf. So. Was haben wir hier oben eigentlich? Ach, abbrechen. Machen wir mal so. Okay. Vielleicht hätte ich bei Steam erstmal gucken sollen, ob da ein Handbuch mitgeliefert wird. Die Kette war für die Tür. Die Kette ist dann wohl auch für die Tür. Da sind unsere Steine, jedenfalls einer. Und da ist unser erstes Auge. Wie kommen wir da rein? Ist hier irgendwo ein loser Ziegel? Nö. Noch ein Pilz. Alles eingesackt und auf unser Lastenesel oder Lastenochse geladen. Eine Pflanze? Was machst du denn? Ein Kraut, das in Sümpfen wächst. Es ist bekannt für seine starken Heilfähigkeiten. Aber oben im dickgeschriebenen Text steht nichts. Nur, dass man mit Shift und linker Maustaste einzelne Gegenstände bewegen kann. Aber vielleicht gibt es später so eine Art Alchemie. Das wäre ganz schick. So, das wird wahrscheinlich das Tor aufmachen. Yep. Du kommst mit. Ist hier sonst noch was? Nee. Oh, doch. Ein Knopf, der irgendwas macht. Gucken wir auf die Karte. Da, Karte. Hier ist alles zu. Da unten ist eine Tür. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Drücken wir mal den Knopf. Da ist eine Tür. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Und nichts hat sich verändert. Ist hier noch irgendwo ein Knopf? Ich weiß doch gar nicht, wie oft ich den Knopf schon gedrückt habe. Schreiben wir das einfach mal auf unsere Karte. So, da. Knopf. Wenn wir mit der Maus rübergehen, steht da Knopf. Schön, schön. Und dann ignorieren wir den Schalter so lange, bis wir irgendwo mal nicht weiterkommen und dann laufen wir zurück und drücken ihn einfach nochmal. So, Auge Nummer 1. Kaching. Und dann ging es hier lang weiter. Oh, die Fackel ist ausgegangen. Also nicht ganz aus, aber sie ist nur noch dimm. Also gedämpft. Und ein... Hehehe. Okay, die Falle können wir aber hoffentlich benutzen. Also ich hätte jetzt gerne, dass du da rauskommst. Dass du mich verfolgst. Dein Kumpel kann gleich mit. So, und zack. Gibt aber keine Erfahrungspunkte. Das wiederum ist nicht so schön, denn ich verpasse ungern Erfahrungspunkte. Das heißt, wir werden die alle auf die altmodische Tour töten, vernichten und abschlachten. Nämlich indem wir einfach vor und zurücklaufen und dabei immer zuhauen. Theoretisch könnten wir auch mal hinterher springen. Mal gucken, was passiert, wenn man auf Gegnern landet. Vielleicht gibt es irgendwie einen Schadensboni oder so. Und wir sind auch fast voll geheilt. Also speichern wir mal ab und testen das Ganze. Nehmen wir mal LP002. Und Geronimo. Zack, da ist die Schnecke. Plural. Nicht gut.
Jetzt werden wir wohl unseren ersten Tod legen. Also wir bringen den da ganz schnell um und laufen. Nichts Gutes. Komm, sterb, sterb, sterb. Er wird sterben. Unser armer, armer Magier. Komm. Vielleicht werden sie auch nur ohnmächtig. Das wäre praktisch. Ah, super. Raus hier. Hülalü. Gut, die Fallgrube ist offen. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe schlafen. Das war doch ein wenig zu knapp für meinen Geschmack. Aber wir springen gleich nochmal runter, weil es den Knöcheln so gut tut. Und weil da unten vielleicht irgendwas liegen könnte, was wir sonst nicht mitbekommen. Und mit einer Schnecke müssten wir jetzt sehr gut fertig werden. Also, aufwachen, Fackel in die Hand und Knochen brechen. Autsch, und da ist sie wieder. Jetzt können wir auch schön im Kreis laufen, weil die andere Schnecke uns nicht mehr blockiert. So. Ich frage mich, ob das später auch so gut geht mit dem Hin- und Her-Taktieren. Also, dass wir sie nach da locken, in die Seite reinhauen, einen Schritt gehen und so weiter. Das macht die Kämpfe ja doch ein wenig zu einfach. Außer es sind halt viele Gegner. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es gewollt ist. Sonst würden sie es durch irgendeine Spielmechanik unterbinden. So, was haben wir hier? Wir haben eine Mütze. Die kriegt unser Dieb auf. Hm. Okay, hier werden wir wohl also später nochmal hinkommen und dann das Ding da drücken können. Was sagt die Karte? Das war schlafen, aber das ist auch keine schlechte Idee. So, was sagt jetzt die Karte? Zweites Untergeschoss, alte Tunnel. Hm. Was war das? Das ist ein Fragezeichen. Na gut. Erstes Level in die Dunkelheit. Hm. Na gut, jetzt müssen wir die restlichen Schnecken töten. Und das machen wir mal gleich hier oben. Hä? Achso. Warum geht das Tor jetzt hinter ihr nicht wieder zu? Aber na gut. Zack, zack. Schlagen, rückwärts. Und zwischendurch getroffen werden. Ja, okay. Es ist zwar einfacher, wenn man vor und zurück läuft, aber man wird natürlich trotzdem getroffen. Und das ist auch ganz gut so. Wir wollen ja keine Spielmechaniken hier ausnutzen. Das mag ich gar nicht. Also, jedenfalls Spielmechaniken ausnutzen, die nicht gewollt sind. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Stein und noch einen Stein. Hier sind noch ein paar Wurfmesser und ich wäre hellauf zufrieden. Was haben wir da? Kein Schädel. Schade. Aber ein Umhang. Okay. Also es gibt wohl was für den Rücken, für den Kopf, für die Brust, für die Beine, für die Füße, für die Hände, für Ringe, für Amulett und die beiden Hände. Was haben wir hier? Eine Unterhose. Die kriegt mal der Magier Nummer 2, damit er ein bisschen was an Rüstung hat. Die Unterhose erhöht Angriffskraft um 1 und Willenskraft minus 1. Nein. Das darf dann unser Minotauro tragen. Dafür kriegst du die Lederhose und du kriegst die... Nee, und der Magier kriegt die Stoffhose. So. Jetzt ist er unser am besten gepanzerter. Warum auch immer. Weil das mit dem Magier in der hinteren Reihe klappt nicht so wirklich, weil die uns immer in die Seite hauen. Aber hier haben wir eine Sprolle der Feuersbrunst. Was machen wir damit? Oh, Licht ist ganz aus, aber die erklärt uns, dass diese Rune oben links ein Feuerball ist. Oder diese Feuersbrunst. Man braucht aber ein Feuerskill von 2. Lass mich raten. Er hat nur Feuerskill 1. Also er ist Feuer und Eis und er ist Luft und Erde. Luft und Erde, Feuer und Eis. Nächstes Level up, unbedingt 2 Punkte auf Feuerball setzen. Hätte ich mir aber eigentlich schon denken können am Anfang. Na... Kann man nicht ändern. Und so wisst ihr jetzt jedenfalls, wie ihr eure Charaktere skillen müsst später. Damit es nicht ganz so chaotisch wird wie bei mir jetzt. War da was zu drücken? Nee. Aber meine Uhr sagt, jetzt ist erstmal wieder ein Cut angesagt. Also speichern wir ab.
Den können wir ruhig überschreiben. Und wir sehen uns gleich wieder.